kann mir gut vorstellen, wie das wahrscheinlich gewesen ist. Destiny und The Division haben ihre Spielerzahlen gefeiert, ordentlich geschüttet und sind dann am nächsten Morgen mit Kopfweh Sam im Bett aufgewacht. Ein paar Monate später ist dann das kleine Outriders auf die Welt gekommen. Das Game hat viel, das man von anderen Loot-Shooter schon fast zu gut kennt. Dystopische Zukunft, verschiedene Klassen und ein Deckungssystem, dazu viel Bum-Bum, bunte Special-Moves und Hufe-Wies Loot. Wer jetzt aber Outriders abschreibt, weil er glaubt, sowas hätte er schon tausendmal gespielt, der liegt falsch. Same, same, but different. Ich sag's ganz ehrlich, mir wäre so fast so gegangen. Aber das Teil hat ein paar gute Ideen und die sind nur dazu so umgesetzt, dass man es kaum mehr weglegen kann, wenn man mal drin ist. Das sind vor allem drei gute Gründe. Die Story, die Fights und wie das Spiel es schafft, dass nicht du die abpassen musst, sondern es sich nach dir richtet. Aber eins nach dem anderen. Zuerst zur Story. Wir, die Menschheit, wir haben es mal wieder verschissen und flüchten vor der kaputten Erde. Nach jahrelanger Reise kommt man da endlich beim Planet Pandora, Inokra, aber nix ist mit Happy End. Da gibt's Anomaliestürme, die sind tödlich, vor allem für die Leute, aber auch für die Elektronik. Ganz selten schenkt er die Anomalie Superkräfte. Ihr schon wisst, zu welcher Zielgruppe wir gehören. We are screwed. Wir haben allerdings das Pech, dass wir kurz nach unserer Landung eingefroren werden und erst wieder aufwachen, wo sich auf Inok alles radikal in Richtung Mad Max mit Aliens entwickelt hat. Da ist jeden Tag Purge. Aber es gibt Hoffnung und genau da kriegen wir den Fuß in die Tür. Und die Geschichte hat gutes Potenzial und entwickelt sich im Laufe vom Game echt spannend weiter. Schade nur, dass man glauben könnte, Outriders wäre gerne ein 80er Actionfilm. Jede Figur, egal ob Männle oder Wible, kann kaum laufen vor Testosteron und redet am liebsten in One-Linern. Besonders die Hauptfigur. Er war ein richtiger Scheißheld. Was er auch getan hat, das hier ist Krieg, Outrider. Alles muss vergeben werden, bis wir gewinnen. Ist ein Sieg überhaupt noch irgendetwas wert? Es ist jetzt nicht unbedingt Oscar-verdächtig und die Figuren wären mir so ohne gerade sympathischer. Aber damit muss man halt bei Outriders leben können. Wichtiger ist eh das Gameplay. Das ist erstaunlich rasant und dynamisch. Da wird viel geschossen und du musst ständig in Bewegung bleiben, weil die Gegner Vollgas unter Druck setzen und überrennen. Anders als, sagen wir, bei Destiny wendest du die Special Moves nicht als I-Tüpfele an, sondern ganz standardmäßig parallel zum Schießen. Angriff ist bei Outriders die beste Verteidigung, weil da heilt man sich vor allem durch Nebeneffekte von Skills und Ausrüstung. Hast, du kriegst zum Beispiel Lebenspunkte, wenn du etwas triffst oder killst. The bitch is dead. Jede von deiner vier Klassen hat eigene Skills, eh klar. Der Verwüster ist der Tank, der Pyromant, der Feuerzauberer und der Trickster, so eine Art Assassine. Die eignen sich alle gut für Nahkampf und für Solospieler. Der Technomancer ist besser, wenn er im Team andere unterstützt. Also du musst die auf jeden Fall in die einzelne Klasse einschaffen. Jede hat ihre Vorteile und kann ganz unterschiedlich spezialisiert werden. Da sind wir schon beim dritten Punkt. In Outriders sind wir Pippi und machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Der Fähigkeitenbaum, der ist schon ein guter Grundstock. Den können wir übrigens auch resetten, wenn uns die Spezialisierung doch nicht taugt. Zu den Skills und der Charakterwerte, da tunen wir die Figur mit Items. Waffen und Rüstung können extrem flexibel crafted und aufgemutzt werden, dass sie die Spezialfähigkeiten besser nutzen und die Effekte ineinander greifen. Mein Trickster, der kann die Muni im MG stärker zaubern. Das beschränkt sich dann aber auf ein Magazin. Und wenn ich ein Mod kriege, die mein Magazin jedes Mal wieder auffüllt, wenn ich einen Gegner kill, dann habe ich immer Super Muni. I am the smartest man alive! Also ehrlich, ich hab selten coolere Kill-Animationen gesehen wie das da. Das könnte ich stundenlang machen. Das ist wie wenn man die Blösel von einer Luftpolsterfolie platzen lässt. Der Schwierigkeitslevel bestimmt eine Art Well-Level. Da gibt's gleich 15. Je besser man ist, desto höher steigt das Level, die Schwierigkeit und die Qualität von der Beute. Wird's zu hart, kann man dann jederzeit den Gang zurückschalten. Aber so triebt ihr das Spiel passiv auch immer besser zum Werder. Apropos schwierig. Im Endgame, da gibt's dann die sogenannte Expeditioner. Bockschwer, nur in einem guten Team zum Packen und Gott sei Dank was ganz eigenes und nicht nur recyceltes Singleplayer-Material. Also, jetzt mal nicht denkt, aber ich finde Outriders super. Die Grafik ist okay,
die Welt jetzt nicht gerade lebendig, aber die Story, die Kämpfe und das Charaktertuning haben mich voll packt. Ich bin gespannt, wie lange dein Grime beim Endgame mitmacht. Weil Plastikblösel Platzerlei ist ja ganz lustig, auf die Dauer sinnlos. Merci fürs Zuschauen, massiert sich auf Vorarlberg Online. Moment, ich komme! Warte! Warte! Nicht schießen! Wir sitzen doch alle im selben Boot! Ich helf dir! Lieutenant McKay, alles okay? Ich lebe. Danke, Soldat. Schon gut. Los, holen wir jetzt meine Männer raus. Scheiße, echt jetzt? Krieg ist Krieg. Was ist doch kein Ringelpiz hier? Was mache ich mit dir?